strahlendes Weiß über einem endlosen Wolkenmeer. Ewiges Eis am Äquator. Der Kilimandscharo, höchster Berg Afrikas. Die Sage erzählt, dass einst ein mächtiger Häuptling der Maasai seine tapfersten Krieger auf den Gipfel schickte, ihm das lockende, glänzende Silber ins Tal zu bringen. In der flirrenden Hitze der Serengeti jedoch zerrann der vermeintliche Schatz. Am Fuße des Kilimandscharo liegt heute der wahre Reichtum Tansanias, die großen Nationalparks im Norden des Landes. Über staubige Pisten geht es mitten hinein in eines der größten und eindrucksvollsten Wildschutzgebiete unserer Erde. Bernhard Jimek und sein Sohn Michael entdeckten und erforschten die Serengeti, die Ebene ohne Ende. Mit ihrem Film Serengeti darf nicht sterben, wurde das unberührte Paradies weltweit bekannt. Nirgendwo auf dem schwarzen Kontinent zeigt sich die unendliche Weite und die große Artenvielfalt der afrikanischen Tierwelt so eindringlich wie hier, in der Wiege der Menschheit. Great Migration, die große Wanderung. Riesige Herden aus Weißschwanzgnus und Zebras ziehen seit Urzeiten in einem großen Kreis durch das Mosaik aus Grasflächen und Savannen immer dem Regen nach. Bis zu 2 Millionen Tiere sind es jedes Jahr, die auf ihrer Suche nach Weidegründen vom südlichen Lake Ndutu bis hin zum Masai Mara Game Reserve in Kenia wandern. Das reiche Nahrungsangebot lockt auch hungrige Jäger an. 2 Geparden streifen durch ihr Revier. Eine Hyäne verteidigt ihre Beute gegen eine Schar Geier. Die aufdringlichen Aasfresser fordern ungeduldig ihr Stück vom großen Kuchen ein und rücken dem hungrigen Vierbeiner dabei penetrant auf das gefleckte Fell. Da kann selbst eine Hyäne schon mal nervös werden. Gierig wie die Geier. Kaum sieht es so aus, als sei endlich Ruhe eingekehrt, schon sind die vermeintlich vertriebenen Plagegeister wieder da. Da hilft nur noch die Flucht nach vorn. Um die Wanderwege der Zebras und Gnus zu studieren, versahen Bernhard und Michael Jimek die Tiere mit gelben Plastikhalsbändern. Auch heute noch wird diese Forschung weitergeführt. Allerdings mit Hightech-Unterstützung und Satellitennavigation. Auch die Kuhantilope ist im Visier des wissenschaftlichen Interesses. Die Safari-Guides informieren sich gegenseitig. Einer hat eine Löwin gesichtet. Diese will der andere auch seinen Gästen bieten. Gefährlich und angriffslustig? Diese sattträge Jägerin lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Schon gar nicht von lästigen Safari-Paparazzi. Nach der Hitze und dem Staub des Tages wartet am Abend eine Unterkunft mitten in der Wildnis. Das Olakira-Camp, malerisch von einem Regenbogen überspannt. Ein rustikales und gleichzeitig luxuriöses Camp mit 8 Zelten, in denen nicht einmal die heiße Dschungeldusche im eigenen Badezimmer fehlt.
Der farbenprächtige Sonnenuntergang ersetzt das Fernsehgerät. African Television. Mitten in der Wildnis und garantiert in der ersten Reihe. Am nächsten Morgen. Aufbruch zur Oldupai-Schlucht. Am Rande ein kleines Museum. In den Schaukästen sind Funde aus den verschiedenen Zeitaltern ausgestellt. Darunter auch uralte frühmenschliche Fußabdrücke, die in Vulkanasche konserviert fast 4 Millionen Jahre überdauert haben. Die Archäologin Mary Leakey hatte diese Relikte menschlicher Existenz 1978 entdeckt. Auch die versteinerten Reste vorzeitlicher Tierarten wurden hier gefunden. I'm going to give you a short explanation about the Oldupai Gorge in general. Die Oldupai-Schlucht ist Teil des ostafrikanischen Grabenbruchs. Durch sie fließen die Niederschläge aus der östlichen Serengeti ab. Auf einer Länge von knapp 50 Kilometern hat sich der Oldupai River bis zu 100 Meter tief in die Landschaft eingeschnitten und dabei die verschiedenen Erdschichten freigelegt. Ein offenes Bilderbuch der Frühgeschichte. Der Ausgrabungsort des Australopithecus Boisei und zahlreiche weitere Fossilienfundstätten reihen sich in der Schlucht. Weiter geht die Fahrt durch die Ngorongoro Conservation Area. Das riesige Gebiet östlich der Serengeti wurde bereits 1921 als Wildschutzreservat ausgewiesen. Raue Pisten sind die einzigen Verkehrswege. Am Abend wartet schließlich noch ein ganz besonderer Ausblick. Der Oldonyo Lengai, der Berg Gottes, ist ein heiliger Ort der Maasai und darüber hinaus der weltweit einzige aktive Vulkan, der Carbonitlava ausspuckt. In der Einsamkeit der Ebene, im Schatten des Oldonyo, ducken sich die 5 Gästezelte des Suyan-Camps. Es bietet den willkommenen Komfort der mobilen Safari-Lager. Nach Sonnenuntergang dann der nächtliche Game Drive. Die Pirschfahrt auf nachtaktive Räuber. Doch im Kegel der Suchscheinwerfer verstecken sich nur junge Antilopen im Gras. Dann ein Impala mit Nachwuchs. Kurze Zeit später ein einsam dahinschnürender Schakal. Die Nacht ist voller Leben. Im ersten Tageslicht, dann eine Walking-Safari, hautnah an der Wildnis. Ohne das schützende Blechkorsett des Jeeps geht es in Begleitung eines erfahrenen Rangers hinein in den Busch. Er kennt die Gefahren. Und auch beim pantomimischen Tiereraten weiß er immer die richtige Antwort. Schwarz-weiße Feldstreifen, ein Zebra. Der Klippschliefer ist schon für Fortgeschrittene. Und bei der Blauracke hilft schließlich der Ranger weiter. Ebenso wie bei diesem Gewächs. Der Sandpaperbusch mit seinen rauen Blättern, die jede Nagelfeile ersetzen. An einem kleinen Flusslauf die ersten Spuren der ortsansässigen Maasai. Eine Kuhherde auf dem Weg zum Kral. Bei diesem Dornbusch gehen Akazien und Ameisen eine raffinierte Symbiose ein, um gemeinsam besser zu überleben. Weiter führt der Weg durch unwegsames Gelände, hinauf zu uralten Felszeichnungen am Fuß einer Steilwand. So they used some kind of the Zwischen 3000 und 6000 Jahre alt sind die Antilopen und Giraffen, die Buschmänner einst in den Sandstein ritzten. Something about 3000 to 6000 years ago.
Die Maasai in dieser abgelegenen Gegend sind noch weitgehend unbeeinflusst von den Auswirkungen des Safari-Tourismus. Nur selten kommen Besucher in das kleine Dorf. Erste Versuche, die Gastgeber in Ma, der Sprache der Maasai, zu begrüßen. Statt Jumbo heißt es hier Supai. 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 Zuerst die freundliche Begrüßung und dann die Einladung in eine der Hütten. Sogar ein Blick in den Kochtopf ist gestattet. Die dunklen Hütten bieten wenig Platz für Mensch und Vieh. Der beißende Rauch vertreibt die allgegenwärtigen Fliegen, die draußen vor den Hütten zur Plage werden können. Stoisch ertragen es die Frauen des Dorfes. Und was ein echter Krieger ist, der lässt sich durch solche Kleinigkeiten sowieso nicht beeindrucken. Sandalen à la Maasai. Alles, was zu ihrer Herstellung gebraucht wird, sind ein paar kräftige Riemen und alte Autoreifen. Schnell noch ein Ratschlag von Frau zu Frau, alles klar? Dann ein letzter Blick zum Abschied und die fünfstündige Fahrt auf staubiger Piste bis zum Tarangire-Nationalpark. Ein großer Baobab, ein Affenbrotbaum, weist den Weg zum Eingangstor. Dahinter dehnt sich eine weite Hügellandschaft. In dem vom Tarangire-Fluss durchzogenen Gebiet finden rund 3000 Elefanten zwischen Grasland und Savanne reichlich Platz und Nahrung. Über den Baobab und seine eigenwillige Krone wird erzählt, dass seine Wurzeln in den Himmel wachsen, weil er den Kopf in die Erde steckt aus Scham darüber, dass er nicht der schönste aller Bäume geworden ist. Der Giraffe ist das egal. Hauptsache, sie kann die jungen Blätter ganz oben zupfen. Der Tarangire-Nationalpark ist auch ein Paradies für Vögel. Der Rotschnabel-Toko ist hier genauso zu Hause wie die Gabelracke mit ihrem bunten Federkleid. Nirgendwo sonst auf der Erde brüten mehr Arten in einem vergleichbaren Gebiet. 550 sind hier ansässig, darunter auch Webervögel mit ihren charakteristischen Hängenästern. Kein Wunder also, dass auch die Herberge für die heutige Nacht nach einer Vogelart benannt ist. Maweninga, die Felsentaube, war Namensgeberin für das Tented Camp im nordwestlichen Teil des Tarangire-Parks. Die auf Stelzen stehenden 12 Zelte mit Rehdach haben breite, bequeme Betten und Solarduschen. Sowie ein Restaurant, von dem aus sich ein weiter Blick auf die afrikanische Wildnis bietet. Dorthin, wo ein Klippschliefer dem anderen gute Nacht sagt. Pimbis heißen die possierlichen Tiere auf Suaheli und sind, kaum zu glauben, mit Elefanten verwandt. Zaungast beim gegenseitigen Beschnuppern, ein Agamenmännchen und das recht farblose weibliche Pendant. Das Maweninga-Camp wird von Maasai geführt. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass beim Checkout am nächsten Morgen der improvisierte Souvenirstand mit allerlei Maasai-Kunsthandwerk dekoriert ist. Am Tarangire Hill vorbei geht es auf einen Game Drive durch den Tarangire Park mitten hinein in das Reich der Elefanten, der größten lebenden Landtiere. Ein kapitaler afrikanischer Elefantenbulle kann bis zu 7 Tonnen auf die Waage bringen. Hierfür muss er täglich fast 10% seines eigenen Gewichtes an Grünzeug vertilgen. Daher durchstreifen die Dickhäuter den Tarangire-Park unentwegt auf der Suche nach neuen Grasflächen. Mit 100 Kilogramm bei der Geburt zählen schon die Kälber nicht gerade zu den Leichtgewichten. Ihre Stoßzähne setzen die riesigen Tiere vor allem zum Entrinden der Bäume ein und richten dabei teilweise erhebliche Schäden in der Parkregion an. Im dichten Elefantengras sucht ein Gelbkehl-Frankolin nach einer Zwischenmahlzeit. Pfarrer James kennt sich aus in der Vogelwelt und erklärt: This bird, the fun-tailed widowbird. Dieser Vogel, die Stummelwieder, ist ganz typisch für die Regenzeit. Er sitzt oft auf diesen langen Gräsern, die wir Büffelgras nennen, und jagt in dieser Umgebung nach Insekten, Schmetterlingen und Motten. Ein Hammerkopf auf der Suche nach Fischen und Fröschen, seiner Leibspeise.
Der Eisvogel mit seinem prächtigen Gefieder ist auch für ornithologisch weniger Bewanderte leicht zu erkennen. In seinen zahlreichen Flüssen und Tümpeln bietet der Tarangire-Park auch Reptilien Unterschlupf und Nahrung. Ein einzelner Wasserbock. So einsam ist es hier allerdings nur in der Mittagshitze. Morgens und abends herrscht dagegen Hochbetrieb. Alle drängt es dann an das lebenswichtige Nass. Ein Straußenweibchen auf der Suche nach dem richtigen Partner. Schon gefunden. Zwei Geparden dösen und verdauen. Bei der Jagd können sie über 110 Stundenkilometer sprinten. Auf Kurzstrecke sind sie damit die schnellsten Landtiere der Erde. Und da rastet der König der Tiere. Ein Löwenpascha hat es sich mitsamt Anhang unter einem Baum gemütlich gemacht. Der Fang ist ein Zebra. Jetzt besser respektvollen Abstand wahren und aus der Ferne zusehen. Für gewöhnlich gehen die Löwenweibchen auf die Jagd. Der Chef konzentriert sich auf die Revierverteidigung. Der Abend senkt sich über den Tarangire-Park und der Sonnenuntergang zaubert sein Farbenspiel an den Himmel. Ankunft im Olivers Camp. Am Lagerfeuer der exklusiven Unterkunft machen die Safari-Stories ihre Runde. Nicht jede entspricht ganz der Wahrheit. Savannenlatein eben. Am nächsten Morgen stärkt ein kräftiges Buschfrühstück mit Spiegeleiern vom Holzkohlengrill. Die Kulisse ersetzt zusätzlich jedes Fünf-Sterne-Hotel. Rund um die Bibliothek und das Loungezelt gruppieren sich die luxuriösen Unterkünfte. Jedes der Zelte ist im Safari-Stil eingerichtet. Das Badezimmer gleich nebenan bietet einen offenen Blick ins Grüne. Aufbruch zum großen afrikanischen Grabenbruch, dem Great Rift Valley. Der Weg führt nach Norden. Dieses Mal sogar über eine gut ausgebaute, asphaltierte Straße. Der afrikanische Grabenbruch ist eine gewaltige geografische und geologische Formation als Folge der Bewegung der afrikanischen und arabischen Kontinentalplatten während der letzten 35 Millionen Jahre. Er zieht sich von Syrien im Norden über 6000 Kilometer Länge bis nach Mosambik im Süden des afrikanischen Kontinents. Von der Aussichtsplattform fällt das Rift Valley steil bis zum Lake Manyara ab. Reichliche Regenfälle lassen dichte Wälder am Fuß des Valleys gedeihen. Tovambu ist der Warenumschlagplatz der Gegend, die bekannt ist für ihre fruchtbaren Böden. Auf dem Markt eine kleine Einführung in Bananenkunde. In dieser Gegend haben wir 9 verschiedene Bananensorten. 5 davon sind Obst und 4 sind Kochbananen. Diese roten Bananen sind die besten Früchte und sie wachsen nur hier rund um Tovambu. Sehr schmackhafte Früchtchen. Aber auch sonst gibt es hier von bunt gewebten feinen Tüchern bis zu Maasai-Malereien allerlei zu kaufen. Tovambu heißt übrigens Fluss der Moskitos. Und die Stadt mit ihren 20.000 Einwohnern macht ihrem Namen alle Ehre. Vor den Toren ereignet sich jedes Frühjahr ein ganz besonderes Schauspiel, wenn Tausende von Störchen in die Region einfliegen, um an ihren angestammten Brutstätten den Nachwuchs aufzuziehen.
Nur 3 Kilometer sind es zurück in die Wildnis, zum Lake Manyara Nationalpark. Selten in Ostafrika gedeiht in ihm ein Grundwasserwald. In den versteckten kleinen Flussläufen wärmen sich Echsen in der Mittagssonne. Zum See hin geht der Wald über in akazienbestandene Grasflächen und offenes Grasland. Im Westen begrenzt durch den ostafrikanischen Grabenbruch, im Osten durch den Lake Manyara. An den Ufern des Sees liegen zahlreiche versumpfte Gebiete. Elefanten haben hier viel Platz und Gelegenheit, um gründlich im Schlamm zu baden. Die anschließende Staubdusche hilft gegen lästige Parasiten und Stechmücken. An den Tümpeln des wasserdurchzogenen Parks lebt auch eine große Anzahl von Pelikanen und Vielfraßen, die hier reichlich Nahrung finden. Und auch Hippos nehmen hier ihr Bad. Die Flusspferde sind trotz ihrer plumpen, kurzen Säulenbeine und ihres Gewichts erstaunlich schnell und zählen zu den für Menschen gefährlichsten Tieren. Es gibt zahlreiche Berichte, wonach die grauen Kolosse Boote angegriffen und zum Kentern gebracht haben. Immer wieder werden auch Menschen an Land von den bis zu 50 Kilometer schnellen Kolossen attackiert. Vorsicht ist also geboten. Der Weg in die Provinzstadt Karatu führt von den nassen Pisten des Manyara-Parks zurück auf die asphaltierte Hauptverkehrsstraße, die sich in weiten Serpentinen auf das Hochplateau des Rift Valleys schraubt. Kurz vor der Stadt drängen sich am Straßenrand die Giftshops mit Maasai-Malereien und allerlei einheimischem Handwerk. Kunst und Kitsch in schöner Eintracht. Die Händler beraten wortreich und mit afrikanischer Geschäftstüchtigkeit. Egal ob Schnitzerei oder Gemälde, statt röhrender Hirsch, trompetender Elefant. Umso bodenständiger der Lebensmittelmarkt in Karatu selbst. Kaffee, Bananen, Zuckerrohr und Gemüse. Ein reichhaltiges Angebot, das im Einzugsgebiet wächst und von den Bauern angeliefert wird. Ob Zuckerstange, made in Tansania, oder handgefertigte Haushaltswaren. Die Erwachsenen sind genauso im Geschäft wie der engagierte Nachwuchs. Recycling auf Afrikanisch. Ein Einblick in die einheimische Schuhherstellung. Die Felder reichen bis an den Stadtrand. Durch die ganzjährigen Niederschläge am Südrand des Ngorongoro-Kraters und die Höhenlage von knapp über 1500 Metern herrscht hier ein ideales Klima für eine ertragreiche Plantagenbewirtschaftung. Grün, soweit das Auge reicht. Ende des 19. Jahrhunderts hatten das auch die kaiserlichen Kolonialbeamten von damals Deutsch-Ostafrika erkannt und deutsche Farmer hier angesiedelt. So sieht tansanischer Hochlandkaffee aus, lange bevor er im Supermarktregal landet. Vor der Fahrt in den Ngorongoro-Krater die Übernachtung in der Plantation Lodge, mitten in den Green Hills of Africa. Die familiäre Lodge steht unter deutscher Leitung.
15 Suiten und die Honeymoon Suite verteilen sich auf dem weitläufigen Areal. Stil, Komfort und Service sind erstklassig. Eine grüne Oase hoch über den heißen ostafrikanischen Savannen. Abfahrt zum Gorongoro-Krater früh am nächsten Morgen. Vor die Auffahrt auf den Kraterrand haben die Götter auch hier die afrikanische Bürokratie gesetzt. Pfarrer James meistert die Aufgabe mit souveräner Routine. Die staubig-rote Piste führt hinauf bis auf 2600 Meter Höhe. Dort erinnert ein Gedenkstein an Professor Bernard Jimek und seinen Sohn Michael, die hier am Kraterrand beerdigt sind. Zeit ihres Lebens haben sich die beiden für den Schutz und Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt engagiert. Meine Herren und Damen, hier wir sind in Gorongoro. Ganz in Gorongoro-Gebiet ist 8826 Quadratkilometer. Aber der Krater alleine ist 265 Quadratkilometer. Hier Durchmesser. Von hier nach Hundertseit, 20 Kilometer. Hier, wir sind 2300 Meter hoch. Unterschied 600 Meter. Und das ist der achte Weltwunder, der Gorongoro-Krater. Im Gorongoro-Krater sind fast alle Tierarten der afrikanischen Savanne anzutreffen. Diese Vielfalt ist einmalig auf der Erde. Sogar das seltene Spitzmaulnashorn lebt hier. Fürs perfekte Safari-Foto muss hier schon schweres Gerät aufgefahren werden. Denn selten kommen die Dickhäuter freiwillig näher. Warten. Suchen. Endlich. Pech gehabt. Mit bloßem Auge ist bei dieser Entfernung nichts zu erkennen. Jetzt hilft eine starke Optik. Wenigstens stellt sich die Tüpfelhyäne den zahlreichen Kameras. Von Scheu kann bei ihr keine Rede sein. Das riesige Rund des Kraterbodens bietet etwa 25.000 Tieren eine Heimat. Besonders groß ist die Zahl an Zebras, Büffeln und Antilopenarten wie Gnus, Elenantilopen und Gazellen. Dieses reiche Nahrungsangebot lockt auch hier die Jäger an. Doch die Jagd ist schon zu Ende, bevor sie angefangen hat. Auch die Fotojäger streichen die Segel. Auch hier nichts als Siesta. Dolce Vita an der Spitze der Nahrungskette. Die Gnus sind die bevorzugte Beute der Löwen. Wirklich einzigartige Tiere. Böse Zungen behaupten, dass sie bei der Schöpfung aus den verschiedensten Ersatzteilen zusammengesetzt wurden. Das Vorderteil von einem Ochsen, das Hinterteil einer Antilope, die Mähne eines Pferdes und das Gehirn einer Ameise, weshalb der Clown der Savanne immer nur in großen Herden auftritt. Ganz schön aufgeblasen. Diese Riesentrappe macht bei der Balz seltsame Geräusche und reckt den Kopf hoch übers Grasland. Mit einem Gewicht von fast 20 Kilogramm ist sie der schwerste flugfähige Vogel der Erde. Solange der Schakal schläft, gilt Entwarnung für Springhasen und junge Gazellen. Sorglosigkeit ist aber sicher nicht angebracht, wenn der Savannenadler das Terrain sondiert. Nicht weniger schön anzusehen, der Kronenkranich. Wegen seiner Federhaube auf dem Hinterkopf auch Pfauenkranich genannt. Er ernährt sich von kleineren Reptilien und Insekten. Auch die in Afrika weit verbreitete Sporngans ist im Krater zu Hause.
Warum diese Zebrastreifen? Dazu gibt es zwei unterschiedliche Theorien. Die eine besagt, dass die Streifen der Steppenpferde vor Angriffen der Tsetse-Fliege schützen sollen, da das Muster die Facettenaugen des Insektes verwirrt. Die zweite Hypothese geht davon aus, dass das typische Streifenmuster die Körperumrisse in der Herde verwischt und somit auch dem Schutz vor Raubtieren dient. Zebraherden sind meist im Verbund mit Gnus anzutreffen. Beide Fluchttiere sind stets auf der Hut. Die Kuhantilope wird ausgewachsen bis zu 200 Kilogramm schwer. Bekannter ist sie unter ihrem südafrikanischen Namen Hartebeest. Doch nicht nur den Landbewohnern stellt die Natur erstklassige Unterkunft und Verpflegung bereit. Abertausende von Flamingos tummeln sich im kühlen Nass, jagen dort nach Schnecken und Muscheln und teilen sich ihr Revier mit den Flusspferden. Die Hippos verschlafen praktisch den ganzen Tag am Ufer und im Wasser. Sie tauchen dabei oft bis auf die Augen, Ohren und Nasenlöcher unter, lassen sich vom Auftrieb tragen oder laufen auf dem Grund entlang. Denn obwohl bestens an das Leben im Wasser angepasst, sind die Kolosse keine begnadeten Schwimmer. Nur an wenigen Stellen des Ngorongoro-Kraters ist es erlaubt, den Jeep zu verlassen. In der malerischen Kulisse des Hippo-Pools serviert James, der Fahrer, noch ein stilvolles Picknick im Grünen. Frühstück inmitten einer grandiosen Landschaft. Aufbruch Richtung Arusha, der lebendigsten und größten Stadt der Region. Hierzu muss zunächst erst einmal wieder der Kraterrand erklommen werden. Ein holpriger Ritt über die steile Schlaglochpiste. Und dann ist es vorbei mit der himmlischen Ruhe im Tierparadies. Arusha liegt auf der Südseite des Mount Meru. Von der schnell wachsenden Stadt, die gleichzeitig das größte Touristenzentrum Tansanias ist, starten die Touren zu den hohen Gipfeln. Die Stadt bietet wenig Sehenswertes, und doch soll hier das Zentrum Afrikas liegen. Guy Joseph kennt sich aus. Dort ist es. Der unscheinbare Uhrenturm markiert die geografische Mitte zwischen Kairo und Kapstadt. Optisch nicht wirklich spektakulär. Etwa 1,3 Millionen Menschen leben in Arusha, Tendenz steigend. Die meisten Bewohner sprechen Swahili, die Amtssprache Tansanias, zusätzlich zu ihrem eigenen Stammesdialekt. Außerdem noch Englisch als Bildungs- und Verkehrssprache. Viele Menschen ziehen auf der Suche nach Arbeit vom Land in die Stadt. Ein Bevölkerungsdruck mit all seinen Schattenseiten. Fehlende Infrastruktur und hohe Arbeitslosigkeit. Nur wenige Kilometer außerhalb der brodelnden Stadt umfängt wieder Weite und Stille. Ankunft in der Mount Meru Game Lodge. Einem kleinen privaten Naturreservat, ca. 25 Kilometer von Arusha. Für Bergsteiger dient die Lodge mit ihrer ausgedehnten Gartenanlage als ideale Basis für die Trekkingtouren zum Kilimanjaro und Mount Meru. Der Arusha-Nationalpark liegt in unmittelbarer Nähe und lädt zu einem Besuch ein. Im Gegensatz zu vielen anderen Reservaten existieren hier Siedlungen. Deshalb fahren regelmäßig Transporte durch den Park, nur gestoppt von der unvermeidlichen Bürokratie am Parkgate. Da es hier keine Raubkatzen gibt, können die Männer hoch auf den klapprigen Bananentransportern beruhigt ihre Fahrt antreten. Einzige Gefahr droht von hungrigen Pavianen, die sich über die verlockende Fracht hermachen. Die Affen leben hier, wie überall in Tansania, in freier Wildbahn. Bis zu 250 Tiere organisieren sich in einer Herde. In der Little Serengeti hat sich eine Herde Kaffernbüffel zur Rast zwischen Bäumen niedergelegt. Eine Maasai-Giraffe hebt majestätisch ihr Haupt. Die Langhälse fressen am liebsten die Blätter aus den Baumkronen. Besonders beliebt Akazien. Jeden Tag vertilgt eine Giraffe etwa 30 Kilogramm Vegetarisches.
Zunge und Lippen sind so robust, dass sie trotz der dornigen Äste keinen Schaden nehmen. Ein Warzenschwein gesellt sich zu den Büffeln. Mit ihren Hauern sind sie ausgesprochen wehrhafte Tiere, die sogar einen Leoparden in die Flucht schlagen können. Obwohl tagaktiv, ziehen sie während der Mittagshitze den Schatten vor. Ankunft in der Hatari Lodge, benannt nach Howard Hawks Oscar-gekröntem Hollywood-Film aus den 60er Jahren. Ein deutscher Filmstar, Hardy Krüger, und sein damaliger Partner Jim Mallory hatten sich hier eingerichtet. Ihre Wohnhäuser auf der Farm wurden von den heutigen Besitzern, Jörg Gabriel und seiner Frau Marlies, wieder in ein Gästehaus verwandelt. Dekoriert im afrikanischen Retro-Stil erinnern viele Einrichtungsstücke an die berühmten Darsteller des Films. Vom hölzernen Aussichtsdeck können Wildtiere aus nächster Nähe beobachtet werden. Die Lodge ist Ausgangspunkt für die unterschiedlichsten Safaris und Aktivitäten. Ob mit dem Geländewagen, zu Fuß oder mit dem Kanu. Die Tierwelt und die raue Natur machen den Aufenthalt abwechslungsreich. Weiter geht es durch den Arusha-Nationalpark in Richtung Momella-Krater. Auf dem Weg dorthin ein Verkehrsstau, mitten im Dschungel. Hoch oben im dichten Blattwerk lassen sich ein paar sehr scheue Zeitgenossen beobachten. Schwarz-weiße Kolobusaffen haben sich einen Platz an der Sonne gesucht. Die tagaktiven Tiere turnen durch die Kronen großer Bäume. Der Stau löst sich auf. Die Fahrt geht weiter und Guy Joseph erklärt fachmännisch: In front of us, what we are looking for is the Momella crater. But it's mispronounced. Vor uns liegt der Momella-Krater, der eigentlich Momella-Caldera genannt werden müsste. Krater werden durch Vulkanausbrüche geformt. Aber wenn eine Magmakammer unter der Erde einbricht, entsteht dabei eine Caldera. In jeder Caldera gibt es Tiere, aber in Kratern gibt es keinerlei Leben, weil sich alles dort in Vulkanasche verwandelt hat. Den Erklärungen des Experten über den Momella-Krater folgt der Besuch in einem weiteren Maasai-Dorf. Hier wohl touristischer als in der Einsamkeit des Sojan-Camps. Aber da in Tansanias vielbesuchten Regionen der Tourismus mit all seinen Einflüssen auch vor den Maasai nicht Halt gemacht hat, werden die rituellen Tänze von früher heute hauptsächlich für Besucher aufgeführt. Gegen Bargeld, versteht sich. Denn die Maasai sind geschäftstüchtig. Für die Beschäftigung als Krieger ist heute keine rechte Verwendung mehr. Schon das Tragen der traditionellen Kurzschwerter ist in geschlossenen Ortschaften verboten. Wenigstens im eigenen Kral darf der Maasai noch wehrhaft sein. Beliebter Wettbewerb ist das springende Tanzen der Morani. Die jungen Krieger springen dabei auf der Stelle so hoch wie möglich und beweisen so ihre Stärke. Die Rolle der Frau ist bei den Maasai klar definiert. Das Prestige eines Mannes ergibt sich aus der Anzahl seiner Rinder und seiner Frauen. In eben dieser Reihenfolge. Maasai-Männer mit 5 oder mehr Frauen sind dabei nicht ungewöhnlich. Kühe sollten es schon einige Dutzend sein. Der Berg ruft. Pünktlich werden am nächsten Morgen die Teilnehmer des DAV Summit Clubs vom Guide Geoffrey begrüßt. Der Ausgangspunkt für die Bergtour ist das Momella Gate im Arusha Nationalpark. Die Erledigung der notwendigen Formalitäten geht mit bereits gewohnter afrikanischer Gründlichkeit vor sich.
Zeitgleich ist das Team aus Bergführern, Koch und Trägern mit der logistischen Bewältigung der Trekkingtour beschäftigt. Alles, was für die kommenden Tage benötigt wird, muss transportiert werden. Gepäck und Lebensmittel werden zunächst gründlich verstaut und anschließend gewogen, da für jeden Teilnehmer nur ein begrenztes Gewicht vorgesehen ist. Genau diese Ananas scheint zu viel zu sein. Vor Abmarsch stellt sich noch Gideon, der Ranger, vor. My name is Gideon Jakambulenza. I am having a gun to protect the visitors in order to maybe. Ich habe ein Gewehr dabei, um Gäste vor den wilden Tieren zu beschützen, die es hier in dieser Gegend gibt. Die größte Gefahr auf dem Weg sind die Büffel, die wirklich gefährlich werden können. Wegen dieser Tiere muss man unbedingt eine Waffe dabei haben. Prompt führt der Marsch dann auch an einer großen Herde der gefährlichen Longhorns vorbei. Höchste Zeit zu schießen. Natürlich nur Erinnerungsfotos. Frei nach der alten Safari-Weisheit: Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, waste nothing but time. Es geht jetzt stetig bergauf. Schon bald erfordert ein kleiner Bach zum ersten Mal Trittsicherheit. Ein versteckter Wasserfall am Ende eines kleinen Talkessels dient als natürliche Klimaanlage für einen Zwischenstopp. Nach einer kurzen Rast macht sich die Gruppe wieder auf den Weg. Und was bisher nur ein lockerer Spaziergang war, wird nun langsam doch zur richtigen Bergtour. Üppige Vegetation und dichter Regenwald sind die Wegbegleiter. Die durchtrainierten Porter gehen schwer bepackt, aber dennoch leichtfüßig voraus. Ein guter Job, der Dollars bringt. Zeit für die Mittagspause. Ja, guten Appetit. Und wir sagen, guten Appetit, wir tun Jetzt kann sich jeder noch einmal stärken, bevor es an die letzte Etappe des Tages geht. Nach etwa 1000 Höhenmetern wird die Miryakamba-Hut erreicht. Ein kleines Hüttendorf mit kleinen Zimmern und Stockbetten. Sogar ungeahnt komfortabel. Jetzt heißt es entspannen, erholen und die Abendstimmung wirken lassen. Am frühen Morgen des nächsten Tages gibt der Wegweiser die Richtung an. Steil weiter bergauf durch den Bergwald zur Saddle Hut, der Basis für die Gipfelbesteigung des Mount Meru. Die fremdartige Vielfalt der Pflanzenwelt auf dem Weg gibt schließlich die ersten Blicke auf den schnee- und eisbedeckten Nachbarn, den Kilimanjaro, frei. Ziel des zweiten Gipfelsturmes. Weiß-blau präsentiert sich der Himmel beim weiteren Anstieg. Die dichten Wolken werden von nun an zu ständigen Begleitern. Erstes Tagesziel erreicht. Die Saddle Hut liegt in 3500 Metern Höhe auf einem Plateau zwischen kleinem und großem Mount Meru. Der Gipfel des Little Mount Meru mit genau 3801 Meter ist Ziel für eine kleine Akklimatisierungstour am Nachmittag. Hier oben können sich die Teilnehmer noch einmal an die Höhenluft gewöhnen und gleichzeitig einen fantastischen Ausblick auf die umliegenden Berge und die Ebene am Fuß des Mount Meru genießen. Der Gipfel selbst bleibt dagegen, wie meistens am Nachmittag, hinter den dichten Wolken verborgen. Anschließend geht es wieder hinunter zur Hütte. Und noch in der gleichen Nacht um 1 Uhr morgens folgt der Aufbruch zur Gipfeletappe auf den Mount Meru. 5.30 Uhr Ortszeit. Die Sonne geht auf am Kraterrand des Mount Meru, in gut 4.300 Metern Höhe. Ein stürmischer Wind fegt über den Kraterrand,
Doch der Ausblick entschädigt für die ungemütlichen Bedingungen. Langsam marschiert die Gruppe weiter zum Gipfel. Über weite Hänge aus Blockgestein und dann immer am scharf gezackten Kraterrand entlang. Es ist kalt hier oben, auch nach Sonnenaufgang. Der Anstieg ist steil und kostet Kraft. Babu, Babu. Babu. Babu, mit vereinten Kräften und unter dem Anfeuerungsgesang der Guides geht es die letzten anstrengenden Meter auf den Gipfel. Das Ritual hat Erfolg. Alle haben das Ziel erreicht und fallen sich glücklich in die Arme. Der Gipfel des Mount Meru wird Socialist Peak genannt. Ein Überbleibsel aus der sozialistischen Zeit Tansanias. Der Blick fällt von hier auf das beeindruckende Rund des Kraterbodens mit dem kegelförmigen Schlot des Vulkans, der einst das eindrucksvolle Massiv entstehen ließ. Und schweift dann in die Ferne, weit über die Wolken, hinüber zum Kilimanjaro, dem Ziel für die kommenden Tage. Nach dem Akklimatisierungs- und Trainingsaufstieg auf den Mount Meru wird es nun ernst. Rund um den mächtigen Fuß des Kilimanjaro herum geht es auf ruppiger Piste auf die Nordseite des Berges. Ausgangspunkt für die Besteigung des Riesen ist Rongai, nahe der kenianischen Grenze. Beinahe 4 Stunden dauert die Fahrt durch die kleinen Bergdörfer. Das Wetter könnte zwar besser sein, aber der Regen sorgt zumindest für etwas Abkühlung. Am Rongai Gate angelangt, wartet schon die Begleitmannschaft. Wieder wird das Gepäck verstaut, gewogen und gleichmäßig auf die Träger verteilt. Die Teilnehmer der Trekkingtour werden registriert. Und dann, sobald der Regen seine nächste Pause macht, kann die Expedition zum höchsten Gipfel Afrikas starten. Bereits nach kurzer Zeit gelangt man zu den letzten hochgelegenen Farmen mit ihren Pinienplantagen. Ein paar Kinder fordern fröhlich ihren Wegzoll in Form von Süßigkeiten. Die letzten Vorposten der Zivilisation sind bald vergessen. Die bunte Pflanzenvielfalt der unteren Bergregion tut sich auf. Ein kleiner Bach kreuzt die Route kurz unterhalb des ersten Lagers. Trinkwasser gibt es auf dieser Höhe noch reichlich. Das Simba-Camp auf 2800 Metern Höhe ist erreicht. Die Guides und Träger errichten ein komfortables Zeltlager und anschließend, noch vor Einbruch der Dunkelheit, wird der Anstieg mit einem herzhaften Abendessen belohnt. Nur frische Zutaten kommen in den Topf und das anschließende Drei-Gänge-Menü braucht den Vergleich mit der Verpflegung tief unten im Tal nicht zu scheuen. Satt, zufrieden und erschöpft schlüpfen alle noch vor 20 Uhr in ihren Schlafsack. Am nächsten Morgen, kurz nach 5. Musik
Die Sonne geht auf über den Hängen des Kilimanjaro. Frühstück und Kaffee direkt ans Bett. Einmal kurz lächeln bitte und schon kann es losgehen. Obwohl die Müdigkeit noch in den Knochen steckt, wird den Mawenzi-Gipfel im Blick das Ende der nächsten Teilstrecke anvisiert. Die Mittagsrast an der zweiten großen Höhle auf dem Weg nach oben. In langen Serpentinen windet sich der Pfad hinauf, zusehends steiler, noch immer von Nebel und Wolken umhüllt, vorbei an Höhlen aus alten Lavaströmen. This is a cave, but there's no name of this cave. Okay. Hi, Geoffrey. Verstreute Zelte im diesigen Zwielicht. Das Camp für die geplante Mittagspause ist erreicht. Die zweite Höhle, Second Cave. Es herrscht eifrige Betriebsamkeit, denn mehrere Bergsteigergruppen drängen sich. Die nicht an Topf und Herd eingesetzten Träger nehmen den Trubel gelassen hin. Hungrig machen sich die Gäste über die heiße Suppe her. Kaum ist der Nachtisch verspeist, schon hat der ganze Spuk wieder ein Ende. Gespenstische Ruhe kehrt ein. Leer und unberührt, als wäre nichts geschehen, wartet der Rastplatz nun auf den nächsten Tag, die nächsten potenziellen Kili-Bezwinger. Durch dichte Nebelschwaden geht es jetzt weiter hinauf, dem Tagesziel an der dritten Höhle entgegen. Trotz des bescheidenen Wetters bleibt die Stimmung gut. Es geht aufwärts. Dass hier niemand in den Höhlen schlafen darf, stört keinen. Die mitgebrachten Expeditionszelte sind wärmer und bequemer. Am Nachmittag dann Übungsstunde mit dem Certec-Bag. Die mobile Druckkammer gegen die Höhenkrankheit gehört bei Touren des DAV Summit Clubs zur Grundausstattung. Die Guides informieren über die richtige Handhabung in Notfällen. 2000 Höhenmeter liegen noch vor der Gruppe. Der Rest des Tages gehört dann allein dem imposanten Panoramablick. Ein gewöhnungsbedürftiges Frühstück am nächsten Morgen. Was für Pferde gut ist, ist auch gut für Menschen. Uji, eine Art warmer Haferschleim. Nahrhaft und magenfreundlich, auch wenn es nicht alle überzeugt. Tagesziel ist die Kibohat auf 4750 Meter über Normal Null. Das entspricht beinahe der Höhe des Mont Blanc. Jetzt wird die Luft immer dünner, die Bewegungen naturgemäß immer langsamer. Die erste wirklich kräftezehrende Etappe. Pole, Pole. Langsam, langsam mahnen die Guides immer wieder. Plötzlich beginnt es zu schneien. Dann ist endlich der nächste Lagerplatz erreicht. Die Kibohat in der unwirtlichen Steinwüste des Kibo-Sattels. Wirklich gemütlich ist es hier oben nicht. Das eigene Zelt ist im Gegensatz zur meist überbelegten Hütte sicher die bessere Wahl.
Im Licht der Abendsonne erscheint der Kraterrand schon zum Greifen nah. Doch der Weg über die beinahe geschlossene Schneedecke zum Gilman's Point wird noch mindestens 6 Stunden dauern. Von dort aus sind es noch einmal 2 Stunden am Kraterrand entlang bis zu den Gipfeleisfeldern des Uhuru Peak. Ein letzter Blick über den Sattel hinüber zum Mawenzi-Gipfel. Dann beginnt die kurze Nachtruhe. Eine Stunde vor Mitternacht. In frostiger Dunkelheit werden die letzten Vorbereitungen zum Aufbruch getroffen. Dann geht es aufwärts. Im spärlichen Licht des Mondes und der Stirnlampen. Ein kurzer Zwischenstopp auf etwas über 5000 Metern an der Hans-Meyer-Höhle. Noch einmal Gelegenheit, kräftig durchzuatmen. Das Ziel ist klar. Der Gilman's Point am Kraterrand ist erreicht. 5681 Meter sind geschafft. Noch vor Sonnenaufgang den Gipfel in greifbarer Nähe. Die Welt erstrahlt im ersten Tageslicht. Das feurige Morgenrot zaubert gelbrote Farbtöne auf die glitzernden Gipfeleisfelder. Eine bizarre, fremde Welt. Nur wenige Minuten dauert der Farbenzauber. Dann schimmern die Gletscher wieder eisblau. Es ist vollbracht. Der höchste Punkt Afrikas, der Uhuru Peak, ist erreicht. Erschöpft, aber glücklich stellen sich die Gipfelstürmer zu einem Tänzchen fürs obligatorische Foto im Halbkreis auf. Der Rhythmus ist langsamer geworden, die Höhe macht bescheiden. Über der Weite Afrikas, ganz oben. Ein erhebender Augenblick mit erhabenem Ausblick. Über den Wolken Afrikas, 4.500 Meter über der Serengeti. Der Himmel färbt sich bereits dunkelblau. Am Stella Point treffen die Besteiger der Machame-Route auf den Kraterrand. Noch weiß niemand genau, wie lange die Stufengletscher des Kilimanjaro dem Klimawandel trotzen können. Sicher ist nur, wenn das Eis auf dem weißen Dach Afrikas schmilzt, wird der magische Zauber dieses Berges nur noch halb so stark sein. Ein letzter Blick vom Gilman's Point zurück auf den Uhuru Peak. Dann gibt der Mawenzi die Richtung vor und es geht wieder steil bergab. Höhenmeter tiefer.
Das heutige Tagesziel, die Horombohat, ist erreicht. Gleich neben dem kleinen Hüttendorf werden erneut die eigenen Zelte aufgebaut. Und dann heißt es nur noch Erschöpfung, Zufriedenheit, Ausruhen. Und möglichst nicht mehr bewegen. Der nächste Tag bringt noch einmal 27 Kilometer und weitere 2000 Höhenmeter Abstieg auf der Marangu-Route. Quer durch üppige Vegetation mit den typischen Riesen-Senezien-Sträuchern geht es immer weiter den Berg hinab. Viele Bergsteiger kommen hier entgegen. Nur der kleinere Teil von ihnen wird es bis zum Gipfel schaffen. Der Aufstieg zum Kilimanjaro wird von vielen unterschätzt. Zwar ist der Berg technisch einfach, aber Höhe und Kälte fordern ihren Tribut. Die Mandara-Hütte lädt zu einem letzten Zwischenstopp ein. Über die Erlebnisse der vergangenen Tage herrscht Einigkeit. Top. Grandios. Bitte Kilibier. Das Kilibier muss noch bis zum Abend warten. Aber die letzten Meter hinunter zum Marangu Gate vergehen trotz der schweren Beine wie im Flug. Thank you very much. Geschafft. Das Abenteuer Kilimanjaro gemeistert. Am Hauptquartier des Nationalparks werden die Gipfelurkunden ausgestellt. Dann naht der Abschied. The last one. Uli. Nach der Trekkingtour wieder Haya Safari in Richtung Süden. An Bord einer Cessna führt die Reise von Arusha zum Katavi-Nationalpark. Kaum besucht, liegt Tansanias drittgrößter Nationalpark im Südwesten des Landes, in einem abgeschnittenen Rift Valley-Arm. Unentdeckte Wildnis charakterisiert das Gebiet, das vom Lake Katavi, dem Lake Chada und dem Katuma River eingerahmt wird. Der Park ist von großen Tierbeständen bevölkert. So sind die ersten Löwen auf der Pirschfahrt natürlich ein willkommenes Motiv für die Kameras, aber auch keine allzu große Überraschung. Ein Löwenrudel besteht aus 1 bis 3 ausgewachsenen Männchen und aus untereinander verwandten Weibchen und deren Nachkommen. Im Alter von 6 Monaten werden die jungen Löwen entwöhnt. Danach bleiben sie noch ungefähr 2 Jahre im Rudel. Der Himmel zieht sich zu. Ein tropischer Platzregen. Zwangspause für die Exkursionsteilnehmer. Parkplatz mit Aussicht auf ein Zimmer mit Aussicht. Ein Krokodil in seiner Höhle am Fluss. Yeah, so in this cave, there are some, they tend to be more than 60 or 50. In dieser Höhle sind normalerweise zwischen 50 und 60 Krokodile. Aber jetzt ist die Höhle teilweise eingebrochen und es ist schwer, die genaue Anzahl an Tieren zu bestimmen. Sie warten auf Regen, dann kommen sie heraus. Wenn es genügend Wasser gibt, sind sie normalerweise nicht mehr in der Höhle. Die urzeitlichen Echsen sind nicht die einzigen, die es in das feuchte Wasserloch nahe des Katuma-Flusses zieht. Ein Hippo gesellt sich ohne große Berührungsängste zu ihnen, um in aller Seelenruhe sein Bad zu nehmen. Im Katavi-Nationalpark lebt eine große Anzahl von Flusspferden und Krokodilen. Nirgendwo sonst in Tansania sind so viele von ihnen auf einem Fleck zu sehen.
Gegen Ende der Trockenzeit kann es vorkommen, dass sich bis zu 200 Hippos auf einmal in einem Flusstümpel aufhalten. Und je mehr Tiere sich versammeln, desto hitziger werden die Kämpfe zwischen den Männchen. Neben seiner Population an Flusspferden und Krokodilen bietet der Katavi-Nationalpark stattliche Büffelherden, über 4000 Elefanten und natürlich einen großen Antilopenbestand. Mit dem Jeep geht es zurück zum Flugfeld. Noch einmal steht eine neugierige Impala-Herde am Wegesrand. Der Flug an den Tanganyika-See im äußersten Westen Tansanias dauert knapp eine Stunde. Weiter geht es mit der Dau zum Mahale-Greystock-Nationalpark. Dieses einzigartige Naturreservat ist mit dem Auto nicht erreichbar. Richard Francis Burton entdeckte als erster Europäer Mitte des 19. Jahrhunderts das riesige Gewässer, das er für die Quelle des Nils hielt. Über das blaugrüne Wasser des Tanganyika-Sees geht es hinüber zu den sanften, weißen Buchten am Fuße der Mahale-Berge. Hier, hinter den schilfgedeckten Hütten des Greystoke Camps, liegt das Highlight des Nationalparks, das Reich der Schimpansen. Und gleich am nächsten Morgen wird die Suche nach ihnen beginnen. Rund 800 der Primaten leben hier in freier Wildbahn. Im dichten Wald sind sie nicht einfach zu entdecken. Die Suche führt tief hinein in den Dschungel. Ein Geräusch schreckt den Führer auf. Und gleich darauf die ersten Affen. Ein ganz besonderes Erlebnis und eine aufregende Begegnung mit unseren nächsten Verwandten. Dank einem japanischen Forschungsprojekt sind die wilden Tiere an menschliche Besucher gewöhnt. Am Boden bewegen sich die Menschenaffen mit dem Knöchelgang fort, wobei sie sich wie Gorillas auf die zweiten und dritten Fingerglieder aufstützen. Schimpansen sind zwar Allesfresser, ernähren sich aber zum größten Teil von Pflanzen. Früchte und Nüsse schmecken ihnen besonders gut. Dazu dürfen es aber auch mal Blätter, Blüten und Samen sein. Die äußerst geschickten Kletterer turnen entweder nur an den Armen hängend oder mit allen vier Gliedmaßen durchs Geäst. Ein paar Schläge mit der Machete, der Blick ist frei auf einen Prachtburschen. Und ganz so, als wollten sie sich verabschieden, kommen die Schimpansen noch einmal zum Greifen nahe, um anschließend hinter dem grünen Blättervorhang zu verschwinden. Am Ende dieser außergewöhnlichen Safari verlässt der Gast diese abgeschiedene Welt genauso, wie er gekommen ist, mit dem Boot. Auf dem Flugfeld wartet schon die vertraute Cessna. Sie startet Richtung Ostküste, quer über das Land. Ziel: Mafia Island, eine Insel vor der Küste Tansanias. Das Grün des Dschungels weicht dem Weiß und Blau des Himmels. Eine wunderbare Gelegenheit, die afrikanische Welt noch einmal von oben zu betrachten. Landung auf dem winzigen Flughafen von Kilindoni. Von hier aus geht es weiter über die holprige Inselhauptstraße zur Kinasi Lodge, mitten im Mafia Marine Park. Entspannung pur nach der langen Safari. In der Bucht von Chole liegen die 12 exklusiven Bungalows der kleinen Anlage, eingerahmt von Palmen, direkt am Strand. Wassersport wird in Mafia großgeschrieben. Und die Kinasi Lodge bietet dafür sogar eine eigene Tauchbasis.
Neben all den Aktivitäten im und unter Wasser ist der Ausflug mit dem Boot nach Chola Island ein absolutes Muss. Die kleine Insel birgt noch viele Ruinen aus der deutschen Kolonialzeit. Ja, so Chola starts from there. Chola fängt dort drüben an. Es ist etwa 1,5 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Nach der kurzen Orientierung durch Guide Kirobo brummt der Außenborder, betont lässig gesteuert vom Captain. Vorbei an den kleinen Strandhütten der Fischer zieht die Dau ihre Bahn durchs tropische Meer. In Mafia lebt man am Meer und vom Meer. Nur noch eingefallene Mauern. Vor 100 Jahren haben hier des Kaisers Beamte das Reich repräsentiert, schneidig und aufopfernd. 1890 hatte der Sultan von Sansibar Mafia und einen Teil des Festlandes für 4 Millionen Reichsmark an Deutschland verkauft. So this small room was a chamber court. Dieser kleine Raum hier war der Gerichtssaal. Hinten kann man noch die Tür sehen, die nach links geführt hat. Dort saßen Richter, Ankläger und Angeklagter. Neben dem Gerichtsgebäude und dem Gefängnis gab es auf Chola Island noch viele Häuser reicher indischer Kaufleute. Nach und nach erobert sich die Natur die Ruinen zurück. Eine verwilderte, geschichtsträchtige Kulisse. Mittendrin ein kleiner Flughund, der hier mit ein paar Freunden gemütlich abhängt, um für die nächtliche Jagd fit zu sein. Auf Nachfrage liefert Kirobo auch eine Antwort auf die Frage, was es mit dem Namen Mafia denn auf sich hat. Manche Leute meinen, der Name Mafia hätte die gleiche Bedeutung wie Mafia in Italien. Aber dieses hier ist das freundliche Mafia, das Paradies-Mafia. Es bedeutet nicht dasselbe wie Mafia in Italien, absolut nicht. Na also, alles Friede, Freude, Eierkuchen auf Mafia Island. Der Name kommt allerdings vom arabischen Mafi und bedeutet, hier ist nichts. Okay, so this sandbank is called Marimbani Sandbank. Das ist die Marimbani-Sandbank und sie ist nach diesem Dorf benannt. So the sandbank has got the name from the village. Soweit also zur wesentlich einfacheren Namensgebung dieser einsamen Sandbank. Den Tausenden von Krabben wird es wohl egal sein, wie der Ort heißt, an dem sie den Sand aufwühlen. Die Frauen in ihren bunten Kangas sammeln Muscheln. Für den Kochtopf zu Hause und für den Markt. Eine Perle ist schon mal drin im harten Schalenpanzer. If you are lucky, you can see the pile. Wer sucht, der findet. Die Muschelsucherinnen teilen sich den weißen Strand mit den Fischern, die an den Holzpfählen nachts ihre Netze auslegen und ebenfalls auf den großen Fang hoffen. Der wahre Schatz der Insel liegt vor der Küste. Nachdem Ausrüstung, Taucher und Pressluftflaschen sicher an Bord verstaut sind, geht es mit dem Boot hinaus zu den Korallenbänken des Mafia Marine Parks. Auf dem Weg die letzten Handgriffe. Dann geht es hinein ins Vergnügen, hinunter in die blauen Tiefen. In 20 Metern erstreckt sich eines der schönsten Riffe der Welt, besiedelt von einer unvergleichlichen Vielfalt von Fischen und Korallen. Eine Heimat für viele aussterbende Tierarten und ein Füllhorn an Formen und Farben in Neptuns Reich. Um dieses Unterwasserparadies zu schützen, wurde 1997 der Mafia Marine Park eingerichtet. Es ist das größte Schutzgebiet an der Ostküste Afrikas und lockt Taucher aus aller Welt an.
Walhaie ziehen majestätisch ihre Kreise. Ein seltener Anblick, auch für verwöhnte Taucher. Von der schwerelosen, stillen Welt unter Wasser wieder zurück auf die holprigen Inselstraßen. Eine gute halbe Stunde ist der Land Rover bis zur Dauwerft von Kilindoni unterwegs. Hier werden die Holzboote mit dem typischen Dreiecksegel noch nach alter Tradition und in Handarbeit gezimmert. Alle Teile sind selbst gefertigt, selbst die Umlenkrollen und die Nägel. Einzig das Tropenholz für die Außenplanken muss vom Festland geholt werden. Ein ganz und gar unafrikanischer Schiffsname. Die Fugen zwischen den Holzplanken werden, wie seit Generationen, kalfatert. Das heißt, mit Baumwolle abgedichtet, die in Kokosöl getränkt wurde. Schnell noch die letzte Schiffskosmetik und der Stapellauf kann kommen. Auch die Hauptstraße von Kilindoni ist allemal einen Besuch wert. In den Marktständen werden farbenfrohe Kanga-Tücher feilgeboten. Und gleich nebenan näht ein emsiger Schneider aus den bunt bedruckten Stoffen wunderschöne Kleider nach Maß, in Hand- und Fußarbeit. Haute Couture in Mafia. Start nach Sansibar, die große Insel der Gewürze und seit 1964 ein Teil von Tansania. Nach 30 Minuten über dem offenen Meer kommt die Insel in Sicht. Die kleine Propellermaschine landet in Stone Town, dem kulturellen Zentrum Sansibars. Stone Town, so heißt es, sei die einzige Stadt Afrikas, die bis heute in ihrer ursprünglichen Bauweise vollständig erhalten geblieben ist. Die Old Dispensary. Die alte Apotheke ist ein schönes Beispiel für die Architektur, die sich reiche Geschäftsleute im 19. Jahrhundert leisteten, als Sansibar eines der bedeutendsten Handelszentren im Indischen Ozean war. Mitten zwischen den Häusern ein Baum. Buddhisten und Hindus heilig. Die Mehrzahl der Einwohner sind allerdings Anhänger des Islam. Nicht weit von der Altstadt der Hafen der Stadt, von dem aus Fähren und Dhows unter anderem nach Dar es Salaam, der größten Stadt Tansanias, und nach Pemba, der Nachbarinsel, verkehren. Mit bunten Malereien versuchen einheimische Künstler fleißig, den touristischen Geschmack zu bedienen. Am Hafen überbietet sich die Jugend gegenseitig beim Kopfsprung von der Mole. Wer hier am weitesten springt, dem gehört die Bewunderung seiner Freunde. Diese beiden sind offensichtlich Mitglieder der Insel Champions League. Alte Bauten wie das Palastmuseum geben dem bunten Treiben der Stadt einen würdigen Rahmen. ...1883 wurde das unumstrittene Prunkstück und Wahrzeichen der Insel als Palast des Sultans erbaut. Beit El Ajaib, das Haus der Wunder. Es war der höchste Bau auf Sansibar und verfügte als erstes Gebäude Ostafrikas über elektrisches Licht und sogar einen Fahrstuhl. Wahre Wunder zu der damaligen Zeit. Im kühlen Inneren informieren Schautafeln, Bilder und viele andere Exponate
über die Geschichte der Insel und ihrer Bewohner. Ein großes Banner erinnert an Prinzessin Salme, die einst im Sultanspalast nahe der Stadt aufwuchs. Sie heiratete einen deutschen Geschäftsmann und ihre Memoiren, ein Leben im Sultanspalast, versetzten Europa in einen Rausch von Tausend und einer Nacht. An schönen Abenden ist die Terrasse des House of Wonders bevorzugter Aussichtspunkt für den Sonnenuntergang über dem Zanzibar Channel. Die Terrasse des Africa House Hotels empfiehlt sich für einen stilechten Sundowner. Ob mit Gin Tonic oder beim kühlen Bad, Romantik ist inklusive. Stone Town fügt sich aus engen Straßen und gewundenen Gassen, aus Basaren und Moscheen. Wundervoll gearbeitete Türschnitzereien, wie sie so weltweit nirgends zu sehen sind. Sowohl die Häuser der wohlhabenden Araber als auch die der Swahili und der Inder waren damit ausgestattet. Über 500 Türen sind noch erhalten, die ältesten davon aus dem 17. Jahrhundert. Sansibar lebt heute vom Handel und vom Tourismus. Auf dem Markt wird eine große Auswahl mit Waren aus der nächsten Umgebung angeboten. Heiß und stickig ist es in den überfüllten Markthallen. Fisch und Fleisch sind im Angebot der Händler. Ein exotisch buntes Treiben, aber auch ein olfaktorisches Inferno, das einen robusten Magen verlangt. Weniger anstrengend und genauso bunt, der Obst- und Gemüsemarkt. Auch hier kommt die Kunst nicht zu kurz. Bilder werden dem Kenner dringend ans Herz gelegt und CDs mit afrikanischer Musik dem geneigten Ohr näher gebracht. Ja, the best original. Original. Yeah, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Jambo, Jambo Bwana. Gleich um die Ecke steht die christliche Cathedral Church auf berüchtigtem historischem Grund, dem ehemaligen Sklavenmarkt. Ab dem 18. Jahrhundert übten die Araber auf der strategisch wichtigen Insel zunehmenden Einfluss aus. Ihr Hauptgeschäft bestand darin, auf dem Festland Menschen zu fangen und über Sansibar als Sklaven weiterzuverkaufen. Wo heute der Hauptaltar der Kirche steht, ragte der Sklavenbaum des Marktes auf. Bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts wurden von hier jährlich etwa 15.000 afrikanische Sklaven in Richtung arabische Halbinsel und Osmanisches Reich, in den Iran und in den muslimischen Teil Indiens verkauft. In den Katakomben neben der Kirche zeugen die dunklen Verliese bis heute von dem Leid der Verschleppten und der Menschenverachtung ihrer Peiniger. Eine weitere christliche Kirche in unmittelbarer Nachbarschaft zum Minarett einer Moschee. So vielfältig wie die Kultur sind auch die Religionen Sansibars. Besuch einer Werkstatt, in der heute noch die berühmten handgeschnitzten Sansibar-Truhen getischlert werden. Meist aus massivem Teakholz hergestellt, werden sie außen mit den unterschiedlichsten Motiven kunstvoll verziert. Sorgfältig und exakt nach althergebrachter Tradition. Am Ende werden die Kleinode mit Messingbeschlägen versehen. Letzter Schliff, einölen und auf Hochglanz polieren. Hinaus aus der Stadt und wieder hinein in die Geschichte. Sehenswert, wenn auch nicht im Bestzustand, sind die Maruhubi-Palastruinen 3 Kilometer nördlich von Stone Town. Der Gebäudekomplex wurde von Sultan Bargash im Jahre 1880 gebaut, um darin seinen Harem unterzubringen.
99 Konkubinen planschten in den drei Pools, auf die der Sultan von seinen Gemächern blicken konnte, um seine Auswahl zu treffen. Die Sinnenfreude währte ganze 19 Jahre. Dann wurde der Palast ein Raub der Flammen. Seine Ruinen lassen den Fantasiebegabten einen Hauch der persischen Badekultur erspüren. Auch vom Toni-Palast des Sultans Said bin Sultan haben nur mehr Ruinen die Jahre überdauert. Die Heimat der Prinzessin Salme war die älteste osmanische Palastanlage Sansibars. Das zweistöckige Haupthaus und die Nebengebäude wurden ebenfalls von einem Feuer zerstört, das nur die palasteigene Moschee verschonte. An der Nordwestküste Sansibars finden sich die Überreste jener unterirdischen Verliese, in denen Sklavenhändler, wie der berüchtigte Tipu Tip, nach dem Verbot der Sklaverei ihre Ware vor der britischen Kolonialmacht versteckten. Die Sklavenhöhlen von Mangapwani wurden aus dem Korallenboden gegraben und mit einem schweren Dach aus Korallenstein abgedeckt. Hunderte Sklaven waren in den beiden Räumen eingepfercht. Auf dem Höhlenboden und auf einer Plattform aus Mangrovenstämmen hausten die Menschen und warteten auf ihren Abtransport nach Madagaskar, Mauritius oder Réunion. Ganze Schiffsladungen von ihnen wurden heimlich bei Nacht in der versteckten Bucht auf Dhows verladen und außer Landes geschafft. Ganz nette Herausforderung. Es wird nämlich langweilig auf normalen Straßen. Auf alle Fälle eine Herausforderung. Und ganz bestimmt alles andere als langweilig. Die Fahrt zur Kidichi Spice Farm vor den Toren Stone Towns gerät zur Prüfung für Mensch und Material. Dort angekommen steigt der Duft von Zimt, Vanille, Muskat, Nelken und vielen anderen Gewürzen in die Nase. Yusuf weiß eine Menge über all die Pflanzen zu erzählen, die Speisen schmackhaft und gesund bereichern. Viele exotische Früchte, wie die Passionsfrucht, werden hier angebaut. Auch die wertvolle Kaffee-Arabica-Bohne. Vor allem aber gedeiht hier eine große Vielzahl an Gewürzen, unter den denkbar besten Bedingungen. Zimt kommt von Sansibar und noch viele andere Pflanzen, einige auch mit heilender Wirkung. And all this like stick here. Zimtrinde, das ist sehr gut für die Gesundheit. Das beste Mittel gegen 15 Krankheiten. The best for 15 diseases. All this is clove. Dann Sansibars Exportschlager. Die Gewürznelke. Kein Nürnberger Lebkuchen wäre ohne ihren Geschmack denkbar. Schon gar kein Glühwein. Aus Ylang Lang wird Parfum gefertigt. Very nice for perfume. Smelling this. Ein paar Schritte weiter wird endlich klar, wer die Kokosnuss geklaut hat. Jambo. Jambo, buona. Abali gani. Nduli sana. Nach erfolgreicher Kletterpartie die Kunst, an das süße Innere zu gelangen. Ein herzhafter Schluck aus der Nuss. Full juice. Sweet. This is banana trumpet. Die Bananentrompete gibt das Signal zum Aufbruch. Vorbei an der reichhaltigen Gewürztheke. Die richtige Würze für das Souvenirsortiment. Tipps gibt's von Sir Yusuf gratis dazu. Über gut ausgebaute Teerstraßen führt der Weg zur Ostküste, an der die großen Hotelressorts der Insel wie der Breezes Beach Club liegen. Die Strände hier erinnern an die Karibik und sind meist menschenleer. Circa 50 Minuten sind es vom Flughafen in dieses Paradies. Eingebettet in einer weitläufigen tropischen Gartenanlage wird 5-Sterne-Standard geboten. Man ist unter sich.
Nur die Einrichtung verleiht dem exklusiven Rückzugsort etwas Swahili, Lokalkolorit. Diverse Restaurants, eine Boutique, eine Diskothek, ein Swimmingpool, eine kleine Shoppingarkade sowie ein Wellness-Spa. Strand und Meer liegen direkt vor der Zimmertür. Endlose Strände, nur unterbrochen von noch endloseren Reihen grüner Kokospalmen. Zwischendrin ein kleines Dorf. Er sagt, dass sein Großvater dieses Dorf mit aufgebaut hat. Das war zu der Zeit, als hier die Sklaverei endlich verboten wurde. Nahe liegt das Fischerdorf Uroa, das das wahre Leben an der Küste Sansibars zeigt. Von vielen fröhlichen Kindern begleitet, lässt sich hier viel über Land und Leute erfahren. Mohammed ist ein profunder Kenner des Dorflebens. Hoch angesehen führt er ein kleines Hotel direkt am Strand. Sie ist die Owner of this house and she has three children and her husband is driver. So öffnen sich dem Besucher sogar die Türen zu den kleinen Häusern der Dorfbewohner. Ein Einblick in das Leben und den Alltag der Menschen. Immer begleitet von den neugierigen Blicken einer Kinderschar. Das tägliche Leben. Kochen, die Zubereitung von Maismehl, das Schwätzchen auf der Straße. Naja, auch diese Posen der Nachwuchsrapper gehören dazu. Zum Abschluss noch ein Besuch in der örtlichen Koranschule. Schnell findet sich ein Freiwilliger, der sein Können als talentierter Surenvorleser unter Beweis stellt. Irgendwann setzt dann auch der Rest des Chores ein, frei nach dem Motto: Wer innig singt, singt laut. Am Strand bauen die Frauen des Dorfes Seegras an, das nach der Ernte in der Pharma- und Kosmetikindustrie Verwendung findet. Ein anstrengendes Gewerbe, bei dem nasse Füße genauso dazugehören wie die immerwährend gleißende Sonne am meist strahlend blauen Himmel. Im Rohzustand nicht unbedingt ein Leckerbissen, gilt das Grünzeug in Ländern wie Japan doch als echte Spezialität. Zum Abschied aus Uroa läuft die Dorfjugend noch einmal zu Höchstform auf. 100 Meter Strandsprint mit Massenstart. Unweit des Dorfes geht es ruhiger zu. Ein magischer Ort. Eine geheimnisvolle Höhle, in der Geister wohnen, denen Menschen Opfergaben bringen. Es gibt hier einen alten Glauben, seit langer Zeit. Er besagt, dass manche Kranke vom Heiler gesagt bekommen, er hätte geträumt, sie müssten sich zu dieser Höhle hier begeben, um wieder gesund zu werden. Denn hier leben zwei Geister, ein weiblicher und ein männlicher. Diesen Geistern müssen Opfergaben dargebracht werden. Der weibliche Geist bevorzugt Stoffe und Tücher, und der männliche Geist mag Coca-Cola und Süßigkeiten. Anschließend an die Opfergabe wird der Kranke dann wieder gesund. Niemand der Dorfbewohner raucht in diesen heiligen Höhlen, niemand spricht laut und man geht nur barfuß hier hinein. Uralter Geisterritus, Islam und Christengott. Nur einige von vielen Gegensätzen in diesem Land der Extreme. Tansania. Von der flirrenden Hitze des Indischen Ozeans bis hinauf zu den eisigen Höhen auf dem weißen Dach von Afrika.
Unter dem endlosen Wolkenmeer begegnen sich fruchtbare Ebenen, glitzernde Flüsse und sanfte Hügel. Eine Symphonie aus Licht und Farben. Ein Land, das den Rhythmus vorgibt. In Tansania sagt man, die Europäer haben die Uhren erfunden. Aber wir Afrikaner, wir halten die Zeit in Händen.